Als wir am Friedhof ankamen, habe ich gefragt eine alte Mutter, ob sie das Grab anstreichen wird mit Kalk. Und die hat es für mich getan. Die Menschen haben sich gewundert, dass meine Mutter so konnte beerdigt werden. Obwohl wir arm gelebt haben und dennoch war sie in Frieden gestorben. Jetzt sind wir allein, waren wir geblieben mit unseren Kindern und sechs Jungs und dann eine kleine Welle. Unser Peter, der hatte schon Zucker. Ja. Als meine Mutter noch lebte, ganz am Ende. Und dann ist er krank geworden. Krank war er schon. Und dann Alexander, der war gerade klein. Und weil meine Mutter, als sie noch am Leben war, wenn sie diese Krankheit hatte, ansteckende, hat sie gesagt zum kleinen Alexander, Alexander, guck doch nach mir. Sie war so, sie wollte noch. Ich stand auf der Schwalbe. Ja, und hat noch. Und später hat sie noch dem Segen gesprochen für alle Kinder, die da lebten zu der Zeit. Auch später vielleicht noch. Und dann wurde uns geboren eine Tochter Helena, ja. Und weil der Peter so viel Zucker hatte, die Krankheit war unbekannt in die ganze Umgebenheit, weil das war der Anfang von vielen Kindern, die hatten solche Krankheiten nicht. Und als wir dann, als er krank wurde, hat er bekommen Temperatur 34 Grad. Er war schon zum Sterben. 34. Okay. Und dann ist er, mussten wir ihn nach Tatarka bringen. Und im Krankenhaus, bis wir einen Zug angehalten hatten, bis wir ihn dorthin hingebracht haben, war es schon Abend. Und er war schon bewusstlos von 4 Uhr morgens mit seiner Krankheit. Und ihm hatten sie die Diagnose gestellt, Darmverknüpfung. Und das hat nicht gestimmt. Und dann musste eigentlich nach dem Diagnose, mussten sie ihm operieren. Und dann haben sie dort, als wir ankamen, haben sie einen Chirurgen rausgerufen und der hat dann geprüft, ob er operiert muss. Und der hat gesagt, sofort Insulin spritzen, weil er erkannt hatte, dass er Zucker hatte. Und dann wurde er etliche Tage aus dem Koma herausgebracht. Und dann musste er sich lernen, von 8 Jahren ungefähr, lernen gehen und. Im Krankenhaus wurde er eingeliefert, wo die Kinder waren. Und dort musste dann meine Mutter noch, als sie danach lebte, bei ihm eine Weile sein. Und dann musste ich mit ihm nach Novosibirsk fahren. Und dort war extra ein Krankenhaus, welche Zucker hatten und da wurde er eingeliefert. Und weil er nicht Russisch kannte, war ich gezwungen, Personen zu suchen, die da mit ihm Deutsch konnten sprechen. Und dann bin ich auf die Straße gegangen vom Krankenhaus aus und habe gefragt, ob sie nicht wissen, wo deutsche Menschen sind.
Und sagt er, ich bin ein Deutscher. Und dann sage ich, ob er mich nicht helfen kann. Und sagt er, was? Und dann, als ich das erklärt ihm hatte, sagt er, hier ist ein Ältester von eurer Gemeinde, von der Mennonitengemeinde in Novosibirsk, in Zawadzki. Und dann hat er, bin ich da hingegangen, habe mich ihnen gefragt, ob sie so gut werden sein und unseren Sohn dort besuchen. Und dann haben sie das auch getan, weil er wurde einen Monat lang dort im Krankenhaus geliefert. Als er dann zurückkam, dann haben wir immer ihm spritzen müssen, und weil ich auf Arbeit immer gehen musste, meine Frau zu Hause bei den Kindern war, hat immer sie die Spritze gemacht. Und dann wurde er krank zwischendurch, dass er bewusstlos Hypoglykämie bekam, das ist bei der Zuckerkrankheit bei. Und dann, als er das bekam, dann waren wir schon bereit, irgendwo zu Fuß hinzugehen, um das Kind vielleicht zu retten. Und dann, als bin ich, haben wir uns den Beschluss gefasst, nach Kirgisien zu fahren. Dort sind wir angekommen, sind wir hingefahren, aber wir hatten eine kleine Tochter, eine Helena, die wurde uns geboren, damals noch in Sibirien. Und dann sind wir gefahren nach, mit der ganzen Familie nach Kirgisien, Krasnaya Rechka, das ist ein roter Fluss, auf Deutsch übersetzt. Und da haben wir dann gelebt, in verschiedener Armut, aber wir konnten durch die Gemeinde dort uns ein Haus kaufen, obwohl ich Schulden hatte, aber ich konnte mit Hilfe Gottes das. Dann musste ich anfangen, weil ich keine guten Papiere hatte damals, musste ich dort von null anfangen. Und dann bin ich in einem Betrieb ja, musste ich da arbeiten, und dann bin ich übergegangen, musste ich lernen als Schweißer, auch habe ich geschweißt. Und dann bin ich in der Schmiede, habe ich gearbeitet, und dort hatten wir dann gelebt. Und in die Kirche sind wir dann gegangen, in den Mennoniten Kirchengemeinde, und da war noch eine Mennonitenbrüdergemeinde. Und als damals wir etliche Zeit gelebt haben, 10 Jahre, ja, und dann eines Tages wurde unser Sohn, wir haben in unserem Haus, wir hatten eine große Wohnung dort gehabt, in die Wohnung hatten wir zusammen, sind wir zusammengekommen mit Gläubigen, die unseres Glaubens damals waren. Und die hatten Kinder, und wir wollten die Kinder was beibringen, dass sie nicht auf die Straße groß wachsen sollen. Und dann haben wir uns entschlossen, ein Akkordeon zu kaufen. Dann habe ich mich Geld geborgt, 400 Rubel, und bin nach Takmak gefahren, habe ein Akkordeon gekauft. Und dann sind alte Männer, was da konnten spielen, nach uns gekommen und haben dann unsere Kinder geübt zu spielen. Aber sie haben sich auch selber geübt. Weil ich aus Neudatschen noch ein altes Harmonika hatte, haben sie sich dort manche auch geübt schon vielleicht. Und dann, als wir hier dann zusammen waren, haben wir in die große Stube bei uns
Lieder gelernt für Kinder und dann haben wir eine kleine für Emmy, ein Spielzeug, Balalaike, Mandoline, Gitarre und dann haben wir so einen kleinen Veränder gehabt, oder wie ich darf sagen. Als das schon ein bisschen besser ging, dann haben wir geprüft in die Versammlung. Haben wir dort am Dienstag war immer für die Kinder eine Anstaltung, oder wie ich sagen darf. Zwei Kinder haben dann, mussten die Sprüche auch sagen. Und dann haben die anderen Kinder, welche schon bis die Jugend waren und kleiner, größer, die haben dann Musik gespielt, ein Lied. Und dann war da wieder, dass die Jugend, dass die Kinder alle rangezogen wurden an dem an Evangelium oder an dem Wort Gottes. Und dann später haben die Kinder haben die schon selber gelernt von sich aus. Und dann war es wirklich der Stunde der Entscheidung. Erst eines Tages bin ich auf Arbeit gewesen und auf mittags, als ich zu Hause kam, was meine Frau schon gesagt hat, dort bin ich immer nach Hause gekommen, habe Essen gebracht und dann bin ich auf Arbeit gewesen. Ich hatte viel Arbeit hinter mir gerade zu tun und ist eine Frau gekommen, hat die Hand auf meine Schulter gelegt und hat gesagt, was bist du so erschrocken? Ich sage, irgendwie ist mich gruselig. Und dann hat sie gesagt, ich soll nach Hause fahren. Irgendwas ist zu Hause passiert, aber nichts Schreckliches. Aber ich wusste nicht zu der Zeit, dass mein Sohn totgeschossen wurde. Und dann, alle aus den Betrieben sind rausgegangen, aus den sind sie rausgegangen und haben geguckt, wie ich mich benehmen tue. Weil die wussten schon alle, dass mein Sohn totgeschossen ist. Und dann ich hatte kein Auto nicht, bin ich gegangen durch den Durchgang da und habe gesagt, dass sie mich rauslassen und aufmachen, habe ich das Fahrrad genommen und bin nach Hause gefahren. Auf die Straße Lenina, wo wir nach dem Betrieb mussten arbeiten fahren, da ist unser Jakob uns mir entgegengekommen mit dieser Nachricht, sagt er, Papa, unseren Peter haben sie totgeschossen. Ich konnte nicht das glauben, weil ich das Gefühl, das hatte mich nicht erlaubt, solches zu glauben. Auf mittags waren noch bei uns auf ungefähr 10, wie viel Kirgisen-Jungs, die haben mit ihm gespielt. Er war so begeistert. Mit dem Ball haben sie gespielt. Er war immer barfuß. Er war so froh, dass er das Leben konnte genießen. Und er hat auch so oft, er konnte in meine Bücher gesucht, wo er konnte Kräuter finden, die ihm helfen konnten zu seiner Zuckerkrankheit. Und er hatte auch gesagt, irgendwann wird ich eine Tante oder irgendwen finden, die mich helfen können. Ganz gesund. Er wollte ganz gesund werden. Und dann ist der Nachbarjunge gekommen, auch ein Deutscher, und hat sich immer geprallt, wenn ich schieße, schieße ich im Mund. Und so hat er ihm geschossen. Und so hat er, war er neben dem Arik, das ist beim Wasserfluss, so, auf Kirgisisch Arik, hat er ihm da reingeworfen. Und es gesuchen gehen Menschen, um Weg zu fahren ihm. Und dann hat der Nachbar es gehört und dann ist er mit dem Jiguli, mit dem Auto gekommen und hat rangefahren und meine Frau mit großem Schrecken, die hat es auf die Straße gehört, dass er dort gekommen ist, der Junge. Und hat gesagt, auf dem Arik hat sich ein Mensch totgeschossen.
Und dann ist sie nach hinten gelaufen, nach dem Marie-Tarten mit den Kindern, und da haben sie geguckt. Er hat mit den Händen noch, nur der Mund war offen, und so war er ungefähr 40 cm im Wasser. Und so hat er Frau mit den Kindern ihm rausgezogen, und dann hat er noch geatmet, weil die Kugel im Kopf, eine 16 Kaliber Flinte, weil die Kugel im Kopf aber nicht durchgeschossen war, war die Kugel sind allen im Verstand geblieben. Und dann hat er noch gelebt. Und dann haben sie ihn auf dem Auto rauf und dann zwei Quartal gefahren und wir sind zusammengezuckt und dann war er weg. Und so haben wir ihn beerdigt. Das Begräbnis war ein sehr großes Begräbnis, eine Beerdigung war eine sehr große Beerdigung, weil die Schule, die sollte gerade anfangen, und die Lehrerin, die da seine Klassenleiterin war, die hatte auch ein großes Unfall, ihr Kind war ertrunken. Und dann waren wir Freunde im Unglück, kann man so, Frust sagt man, друзья по несчастьям. Und dann hat die ganze Schule gebetet, dass die Kinderwehr kann, nach zur Beerdigung kommen. Von der Arbeit aus hat mein Meister Penner Victor, welchem ich sehr schätze, Friesen Johann, und Schirling Gerhard, die haben dort alles gemacht, dass ich konnte, dass auch von der Arbeit viele zur Beerdigung waren, und die haben mich auch dort geholfen, dem Denkmal dort zusammenschweißen. Das war ziemlich angenehm, dass ich das da konnte. Und dann sind wir mit dem ganzen viele Menschen gegangen. Das war so rum die Ecke bei uns, so 1,5 Meter der Friedhof von uns ab. Und dort haben die Predigten gehalten, die Brüder. Ich selber konnte nicht auf der Beerdigung sein, weil ein Gerichtsbeamter oder so. Ich konnte eine kleine Weile auf der Beerdigung sein, aber weil der kam von dem Rechtsanwalt, ja? Der ist dann gekommen und hat dann mich nachgefragt und hat, ich musste zeigen, wo ich meinen Sohn gefunden habe und wie und wo und was. Und dann, als das beinahe bei Ende war, beinahe so, dann kam ich zurück aus dem Garten und dann sind wir zum Friedhof gegangen. Und dort war noch eine große Predigt und gesungen wurde, so wie das dann die Menschen haben. Und dann war was für mich unbarmherzlich erstaunlich war, haben die Menschen gesagt, die Leitenden dort, was da waren, haben sie gesagt, und so jetzt alle Leute, die da hier sind, bitte, bitte zum Essen, weil wir alle bei Nickels, der Nickel, das waren die Nachbarn über die Straße. Das konnte, nee, das Essen bei uns, aber dort haben sie das alles gehabt. Und dann sind die Menschen gekommen und die Frauen haben gestanden, mit den Händen so, Kinder nach Hause, Kinder nach Hause. Diese Zeit, was dort in der Beerdigung war, haben sie hier und Liebe erwiesen, Tische hingestellt. Und alles war gekocht, alles war fertig. Haben wir gegessen. Von der Arbeit haben sie mich Geld hinterlassen, haben sie gesammelt Geld. Und von da an ist mir der Penner Victor sehr wichtig, weil er hat mich im Leben sehr viel geholfen. Raisa Ivanovna, das war
Karin Peiter, seine Schulleiterin, die ist auch jetzt, mit ihr tun wir jetzt auch manchmal telefonieren. Und sie tut nach so vielen Jahren, wie viel, 34 Jahren tut sie dort und jetzt aufräumen nach unserem Sohn das Grab. Weil sie ihr Sohn dort liegen hat, auch unser. Und einen herzlichen Dank dafür. So, und dann später kam es so, dass wir dort noch Kinder bekamen. In Kirgisien, da war uns in Kornelis geboren. Wir wurden immer sind wir ferngefahren zur Kirche. Da wurde Kornelis geboren, der war sehr, weil wir beinahe nichts zu essen hatten, war er sehr mager, auch beinahe am Sterben. Aber er ist durchgekommen durch Gottes Gnade. Und er ist jetzt am Leben. Alle Kinder sind am Leben zurzeit, auch Großkinder, aber nur außerdem der Peiter, der Älteste. Später wurde uns ein Sohn geboren, dem wir den Namen gegeben haben, Peter. Obwohl die Menschen oft das nicht wollten haben, aber wir haben es so getan. Er wurde geboren im Auto zwischen Krasnaya Rechka und Ivanovka. Hatte dann Erkältung, ich denke, bekommen. Und dann wurde er später krank, hatte Weißdurchfall, Dyspepsie bekommen. Dann haben sie ihm eingeliefert im Krankenhaus in Takmak, in Kirgisien. Und dann wollten sie ihm, haben sie ihm gemacht, diesem 14 Mal haben sie diesen Tropfen eintropfen lassen, wie das. Und als er das nicht mehr konnte übertragen, dann wollten sie haben, dass wir das im Kopf lassen. Infusion, ja. Das haben wir nicht zugelassen, weil wir haben gedacht, oder wird er behindert sein, oder noch was. Und dann haben wir ihn nach Hause genommen. Dann bin ich auf dem Feld gegangen, habe Kräuter gesucht. So klein wie er war, und dann hatten wir ihm Kräuter gegeben zu trinken, und dann ist er Glukose mit Knoblauch und verschiedenes, und dann ist er durchgekommen. Und er ist jetzt zurzeit am Leben, hat eine Familie. Und dann ist er irgendwie einmal, als er noch klein war, in den Ofen reingerutscht und hat sich die Wange verbrannt. Es waren große Schmerzen, aber das war heilbar. Und dann ist er einmal, eines Tages hat er gesehen, wir hatten da Ziegen gehabt. Und weil er noch klein war, so, ich weiß nicht, hat er gesehen, dass wir hinter dem Garten waren. 2 Jahre. 2 Jahre war er. Und dann hat er gesehen, wir halten da mit Helena die Ziegen, hat er gesehen mit einmal, dass wir da sind, wollte er nach uns kommen. Und er hatte überschätzt, dass er übersteigen musste. Und hat er die Schuhe hingestellt. Und dann ist er reingefallen im Wasser, und dann habe ich geschrien. Lena war dort und dann bei den Ziegen, und ich bin schräge übergelaufen, und dann habe ich so gedacht, ist er schon weg oder nicht? Weil dort war so ein großer Strom. Dann habe ich mich reingestellt, als ich gesehen habe, dass er bewusstlos ankommt nach mir, und habe ich ihm in die Hände so genommen. Er war kalt, weil er so ein Wett schon war gewälzt im Wasser. Und dann habe ich ihn genommen und zu sich gebracht.
aber er war ganz kalt und zu Hause war Musik eingeschaltet von dem geistlichen Lieder und Verschiedenes. Und dann habe ich ihn reingebracht und dann haben wir erwärmt und ist er zu sich gekommen. So, das war das. Der, so. Und später ist meine Frau dann ausgeflossen mit Blut, weil sie eine Fehlgeburt hatte. Und dann muss sie Weg fahren, 60 Kilometer weg. Und da ist es nicht so wie in Deutschland hier. Und dann ist sie dorthin gekommen und das hat sie schon gesagt. Da haben sie ihr Blut eingegossen. Und so haben wir dort gelebt. Und dann haben mich erst ein Gläubiger, Johann Dick, gekommen, der was dem Peter, dem kleinen Peter, jetzt was bei uns ist, angenommen hat, die Geburt angenommen hat, der war an dem Ort gerade. Und der hat gesagt, so Peter, du musst hier wegfahren, weil deine Frau, die kann es hier nicht ertragen. Und dann sind wir gefahren nach Kaukasus, in Ladarskaya. Und dort hat mein Leben angefangen. Ich wurde einerseits nicht anerkannt von der Brüdergemeinde. Dort war die Brüdergemeinde sehr beliebt. Die haben Lieder gesungen, sind sie gekommen, die Jugend. In Krasnaya Rechka, als meine Frau ein Jahr da gelegen hat im Bett, die haben das Holz gespaltet, haben mit der Gitarre gespielt, die waren frei und offen, was wir herzlich danken dafür. Und dann sind wir in die Kirche, haben sie uns hier nicht aufgenommen in Krasnaya Rechka, aber wir haben so viel wie möglich getan, um dass die Kinder dort konnten sich bekehren und teilnehmen an dem Wort oder an dem in Ladarska. Und dann war es so, sind wir auch durch verschiedene Wege, man geht bergauf, fällt runter und mit der Gnade Gottes sind wir wieder aufgestanden. Das Leben ist nicht immer nur Sonnenschein und waren auch mal trüben Tagen und dunkle Wolken über uns und gearbeitet habe ich Verschiedenes. Auch Melker bin ich gewesen, auch Schweißer bin ich gewesen und ich wollte immer haben, dass meine Kinder erstens das Wort Gottes, dass sie mit diesem können geprägt werden und dass sie die Schule gut beenden und auch gelernt sind. Vieles ist recht geworden, aber nicht alles, nach meinen Gedanken nach, aber man ist ja noch auf der Erde. Und dann kam die Zeit, dass wir mussten abwandern nach Deutschland. An die 1991 sind wir übergezogen nach Deutschland, weil ich glaube an das Evangelium der Gnade, das durch den Paulus geoffenbart wurde, wusste ich nicht, dass in Deutschland solche Gemeinden gibt. In Bielefeld war zu der Zeit die Stadt zu, die nahmen nicht auf. Wir wollten nach Bielefeld, das hat nicht geklappt. Dann, weil unser Karl hier gelebt hat, in Düren, sind wir hier nach Düren gezogen. Hier ist, sind wir von den 91 dann in verschiedenen Dörfer gelebt, weil um Umstände halber haben wir dann hier haben sich die Kinder verheiratet, haben Großkinder haben wir. Zurzeit haben wir 41 Enkel, 9 Kinder am Leben,
Das zehnte ist weggeschossen. Zwei Fehlgeburten. Und ein Urgroßkind, was wir zurzeit haben bei der Aufnahme. Und hier in Düren leben wir jetzt. Unsere Kinder sind früher gekommen nach Deutschland, wohnen verschiedenste Staaten Deutschlands und sind verschiedene Wege durchgegangen, haben auch Unfälle gehabt, ist Verschiedenes im Leben gewesen. Und was wichtig ist, was mir immer wichtig gewesen, das ist das, dass ich möchte, dass die Kinder zusammenhalten. Nur dieses Zusammenhalten und wenn möglich in Christus. Und nicht einer dem anderen vorwerfen, ich bin so oder anders. Die Einheit im Herrn finden. Und das kann uns Gott Christus nur geben. Das ist mein Wunsch von ganzem Herzen. Ob jetzt oder später, wir müssen von dieser Erde. Und wir sind in diesem überzeugt und gewiss, dass wir bei Christus werden sehen. Wir haben die volle Hoffnung auf Christus und wir übergeben alle unsere Kinder, Großkinder, unsere Nachkommen, der da wird noch stattfinden, so wie er sein ist und wird, alles dem Herrn übergeben und dass er ihnen segnet von ganzem Herzen. Wir wissen nicht, was uns die Zeit bringt, die Zukunft, die sieht dunkel aus, aber im Herzen sind wir froh und zufrieden, ob manchmal auch die Stürme tausend, dennoch haben wir Christus im Herzen. Und das kann uns gerne nicht, nichts kann uns schämen von der Liebe Gottes. Die es in Christus Jesus ist. Und es ist noch wichtig, ertragt euch zusammen, tut euch lieb haben, streit Blumen der Liebe, belebend sind. Kurz ist die Zeit, die ihr besamen seid. Und wenn noch Jahre euch vereinen, eins werden sie, wie Minuten euch schämen, das können wir sagen aus Erfahrung. Nicht längst war ich 20, jetzt werde ich 70 bald. Und das Leben ist dahin gegangen wie ein Schatten. Und vieles würden wir manchmal anders machen. Aber dafür ist uns die Zeit jetzt gegeben, um nachzudenken, wo wir falsch gehandelt haben. Aber nur durch Gottes Erbarmen sind wir, was wir sind. Wir können aus uns nicht rausspringen und uns sagen, oh, wir sind solche und solche. Wollen tiefer damit reingehen und nachschauen, was an uns noch fehlt. Wir sind auch nicht von den Besten und wir werden auch niemals nicht von den Besten sein. Aber gerade die zerbrochenes Herzen sind und die, die zu Christus kommen, egal wie tief wir gefallen waren oder sind, deswegen rufe ich die Kinder, die noch nicht Mut haben zum vollen Evangelium oder zum Evangelium der Gnade, wenn es ihnen offenbart wird, dass sie können mit frohen Schritten und guten Mut vorangehen auf diesem Tränental, der uns noch geblieben ist. Es ist sehr wichtig, dass die Zeit ist, die Kinder, die Großkinder werden reingeboren in diese schauderliche Welt. Aber das ist gut, dass wir eine Hoffnung haben und diese Hoffnung übergeben wir dem Herrn, dass wir segnen alle Kinder, unseren Nachkommen von ganzem Herzen. Möge Gott
allen segnen und bewahren in Christus Jesus. Und was ich noch nicht dazu gesagt habe, ich denke, die Zeit ist ernst genug, um nachzudenken, um uns zu lieben und uns. Es kommt die Zeit, irgendwann. Und dann ist es so, warum habe ich so nicht das verstanden, das Leben? Warum habe ich mit meinen Brüdern oder Schwestern so gehandelt? Ich kann mich erinnern, meine Mutter war manchmal bei ihren Schwestern hingegangen, hat sich auf die Schwelle hingestellt und hat wir hatten gehungert, die hatten zu essen. Und dann hat sie manchmal nach Hause gekommen, hat sie gesagt, die haben so schön gegessen und ich habe nichts. Ihr könnt euch nicht vorstellen, das Weh des Herzens, was das und der Heimweh von, ihr seid doch zusammengeschmolzen, ihr seid doch zusammen gewesen. Вместе мы с вами верили, вместе пели, wir haben zusammen überstanden alles. Und jetzt bitte ich um Gottes Kraft, dass uns weiterleitet und führt. Es sei alles ihm übergeben. Beschuldigungen des Lebens können stattfinden, aber vielleicht in Maßen. Wir sind nicht von Holz ausgeschnitten, wir sind von Fleisch, im Fleische geboren. Und weil wir im Fleische geboren sind, können wir auch manchmal auch sündigen. Wir müssen es nicht, aber man kann irgendwo fallen. Und wenn Christus uns aufrichtet, dann sind wir aufgerichtet. Deswegen bitte ich, alle Kinder, die jetzt am Leben sind und die dazuhören werden, diese Stimmen des Vaters, dass sie das tief zu Herzen nehmen und nicht das eigene suchen, sondern das, der für uns auf Golgatha gelitten hat, und der wird es zusammenbringen. Nur Christus auf Golgatha, der hat es geschafft, für uns die Rettung darzubringen. Und in ihm haben wir Geborgenheit und Frieden. Nur er kann uns bewahren in dieser sündigen, argen Welt. Und ich möchte mich an alle bedanken, die im Leben, an mich, meine Frau, Kinder und Großkinder noch werden Gutes tun. Das ist sehr wichtig. Und möchte ihnen auch segnen. Ich möchte Israel segnen, das Volk Israel, die da bevorsteht, einen großen Trübsalsweg. Ich möchte segnen unser ganzes Volk, obwohl ich ein armer, sündiger Mensch bin. Ich will alles Gott anvertrauen am Herzen und aus Liebe gesprochen an alle Kinder und an allen. Egal, ob wir jetzt vielleicht das nicht zuhören wollen oder es kommt die Zeit und wir werden anders gucken auf die Vergangenheit, die wir gelebt haben, aber das kleine bisschen, was wir jetzt noch zur Zeit zu leben haben, das ist mein Wunsch, aus Liebe an allen wollen dem Herrn in unseren Herzen haben und tragen. Nur er kann uns helfen und retten und nur er kann uns bewahren. In Christus Jesus. Amen. Wir werden jetzt ein Lied singen, was auf der Trauung für die Hochzeit war. Und zwar die Hochzeit, das Jubiläum wird nächstes Jahr sein, 55 Jahre zusammen. Es schaut bei Nacht und Tagen dein holdes Bild mir an,
und leg mir vor die Frage, ob ich dich lassen kann. Mein Gott, ich bin entschieden, auf ewig bin ich dein. Ich kann ja eine Frieden und ohne dich nicht sein. Die Freude dieser Erde sei ich wie Schaum vergehen. Sie konnten mir nichts werden, dein Kreuz nur blieb mir stehen. Mein Gott, ich bin entschieden, auf ewig bin ich dein. Ich kann ja ohne Frieden und ohne dich nicht sein. Oft habe ich gejammert, wenn Satans List mir schlug. Jetzt hab ich dich umklammert, der meine Sünden trug. Mein Gott, ich bin entschieden, auf ewig bin ich dein. Ich kann ja ohne Frieden und ohne dich nicht. Nun steht bei Nacht und Tagen dein Bild im Herzen mir, dass ich es jedem sage, wie gut es ist bei dir. Mein Gott, ich bin entschieden, auf ewig bin ich dein. Ich kann ja ohne Frieden und ohne dich nicht sein. Dieses Mentorspruch, den ich damals bekommen habe, Philipper 2, 12, 13. Schaffe, dass ihr seelig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist, der in euch wirkt, beide das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Aus. Peter noch vor dem Sterben war, er wollte immer Gedichte in dem Gebetshaus aufsagen. In die Kirche. In der Kirche. Und das letzte Gedicht, was er hat aufgesagt, sie waren zu viert, Peter, Karl, Jakob und Abraham. Wir haben in jeder einen Vers aufgesagt. Und das Gedicht war der blinde Bettler am Wege Jericho. Das war sein letztes Gedicht. Und dann sind sie nach Hause gekommen, haben sie Papa gefragt, können wir auch noch ein Gedicht an die nächste Woche aufsagen? Hat Papa gesagt, nein, die nächste Woche wollen wir nicht, dann wollen wir uns ausruhen. Und dann, was war dann am nächsten Donnerstag? Da lag er im Morg. Er hat Ruhe und wir hatten Ruhe, auch keine Ruhe. Er war von uns genommen.
Und dann habe ich hier noch von ihm noch zum Andenken gehalten aus ihrem Krankenhaus. Ich war ja schwanger und musste nach Hause von Tatarka und dann ist die Schwiegermutter nach ihm gefahren und er musste nach Novosibirsk. Und von da hat er geschrieben. Soll ich auf Russisch? Дорогая мамочка, поздравляю тебя с днем 8 марта. Желаю тебе здоровья, обещаю хорошо учиться. Твой Петя. Dann hat er nochmal geschrieben, это мамина открытка. На долгую память это третье письмо от Пети. Поздравляю маму от Бехтельда Пети. 8 января 1970 год. Я целую маму и мои остальные ребята. Карл, Яша, Абрам и Андрей. И у нас один маленький Александр. Da wusste er schon, dass er geboren war. Один маленький Александр. Я тоже Александра целую. До свидания. Und dann wollte ich noch erzählen, als unsere Helene schon hier, die war sehr krank, mussten wir sie im Krankenhaus fahren. Und dann bin ich rausgegangen, im Gang, wo alle Leute durchgehen, habe ich mich hingekniet. Ich habe kein Geld nicht zum nach Hause telefonieren. Mich hingekniet und gebetet, der Herr soll mir helfen. Dann sind Türken vorbeigekommen, haben mich gesehen, dass ich so geweint habe, um Hilfe gebeten. Haben sie mich Geld gegeben und konnte ich nach Hause telefonieren. Ich habe ihnen doch nichts nicht gesagt. Der Herr hat es ihnen eingegeben, sie haben mir geholfen. Und dann, als du, Peter, krank warst, und Dagmar im Krankenhaus, du konntest des Nachts nicht schlafen, nur geweint und geweint und ich auch mit geweint. Und haben die Frauen gesagt, du lässt uns gar nicht schlafen. Dann habe ich dich genommen und im Gang gegangen. Da hast du aber wieder geweint. Habe ich mich hingekniet und gebettelt, Herr, hilf doch. Und dann haben sie wieder gesagt, und hier lässt uns wieder nicht schlafen. Ich wusste überhaupt nicht, wohin mit meinem Kind. Und dann hat der Arzt gesagt, nimm ihn nach Hause. Er wollte haben, dass ich sollte sein Dach bieten. Ja. Er wollte haben, dass ich sein Dach decken sollte oder ihm sehr viel Geld geben sollte. Dann habe ich gesagt, ich habe 10 Rubel. Nur zum nach Hause fahren. Als er das gesehen hat, hat er mich ausgelacht und hat er gesagt, du bist ganz dumm, du kannst, das glaube ich nicht, dass deutsche Menschen nicht Geld haben. Wenn du mich nicht in Haufen Geld gibst oder bei mir das Dach wirst decken, dann kannst du den kranken Sohn nach Hause nehmen und lass ihn zu Hause sterben. Und dann bin ich zum Arzt gegangen, dem Hausarzt, und bin gegangen, hat die Frau gesagt, die alte Dame, sagt sie, sei nicht traurig, wenn nur Knochen sind, das Fleisch wird schon überwachsen. Er war von klein wie ein alter Gräser mager. Und dann hat sie ihm rausgeschrieben, Milch und Verschiedenes, und dann ist er durchgekommen
Und jetzt ist er bei uns und tut Aufnahme machen. Und dann will ich noch eins erzählen. Als Cornelius geboren wurde in Krasnoretschka, er war 2 Kilo 900 Gramm. Eine Woche haben wir da gelegen, war alles gut, aber als wir nach Hause kamen, bekam er Lungenentzündung und dann hat er selber nahe gestorben. Und eine Nacht hat er ihn getragen auf dem Arm. Wir haben alle geweint und haben mich gesagt, Kinder wollen uns alle hinwerfen auf den Boden und Gott bitten um Hilfe. Haben wir uns hingekniet und gebetet. Mit einmal ging die Tür auf und kam die Elisabeth Friesen rein, sagt sie, was ist hier los? Na, der Herr hat gesagt, haben wir gesagt, Peter tut ihm Spritzen, aber er hat solche kleine Schenkel, Papa, ja, und die Medizin, die spritzt raus, bleibt nichts nicht und er stirbt uns in die Hände. Sagt sie, aber Menschen tut doch nicht Spritzen, kleine Kinder werden nicht gespritzt. Nimmt Honig und tut ihm einschmieren, den Rücken und die Brust und Darm einwickeln. Das wird ihm helfen, der wird am Leben bleiben. Ne, ich dachte so für mich, solches habe ich noch niemals nicht gehört. Aber dass ich mich nachher nicht werde beschuldigen, dass er gestorben ist, wenn einnehmen, dann, das hatte ich geglaubt. Aber auf dem Einschmieren, was kann das helfen? Aber um des Gewissens willen, dachte ich so, ich werde es probieren. Habe ich eine Nacht eingewickelt, die Arme freigelassen. Zweite Nacht, immer besser. Und die dritte Nacht, und dann ist er aufgelebt. Er hat anfangen, Brust zu nehmen und ist, und so lebt er noch. Aber wie viel Mal hat er schon Unfall gehabt? Einmal hat es 12 Uhr des Nachts geklingelt, sind wir nach dem Telefon. Hat Abram angerufen und sagte, unserem Cornelius Rastschlingel. Ausgegliedert oder geliedert wieder. Ja, und die haben ihm auf dem Hubschrauber nach Koblenz gefahren, nach dem Militärkrankenhaus. Dann sind wir den anderen Tag dahin gefahren. Und dann ist der, der Taz, zwei Beckens kaputt und der Knochen raus. Und dann haben sie ihm die Knie durchgebohrt. Und 21 Tage musste er liegen, Giri auf dem Gewicht, auf dem Fuß. Ja. Dann hat er manchmal angerufen und so geweint, Mama, es tut mir so weh. Alexander war auch. Ja, auch alleine. Alexander. Ja, das sind nur Trauer, aber wir können noch froh sein. Immer hat Gott geholfen. Immer auf ihn, immer nach oben. Bis heute, wie viel Mal bin ich schon zum Tode gewesen. Immer aufgerichtet. Wir sollten noch leben. Ja, und wie habt ihr durchgemacht, dass Peter gestorben ist? Ich bin nach Hause gegangen, habe einen Spruch gezogen. Er muss wachsen, aber ich muss abnehmen. Ja. Und dann in seinem Heft war geschrieben, das los ist, ja. Den du schaust, das Lied ist. Und das Lied noch, ja. Und dann habe ich gewusst, er musste sterben, ja. Aber er hat noch im Auto hat er noch gesessen, im Kopf gehalten. Und Karl und der Wova haben ihn von, ich sagte, setz ihn hin. Ich dachte nicht, dass er sterben wird. Noch immer aufgelebt, wie krank er war, ja.
Und dann eben, bis die große Straße, und dann hat er den Kopf hingelegt, ja. Und das war dann für euren Glauben auch ein Schock? Na, Schock oder nicht, aber wir wollten ihn retten. Sind nach Kirgisien alles verlassen, nach Kirgisien gezogen. Sie haben gesagt, Helena war ja nur 2,5 Monate. Das, ihr habt ein Mädchen, das wird euch sterben. Und die Helena ist am Leben geblieben und ja, was wir wollten retten, das wurde uns genommen. Nicht wir. Gott hat seine Wege. Ja, ja. Ja. Dies ist unser erster Sohn, der was geschossen wurde, Peter und Karl. Und hier ist er 4 Tage vor dem Sterben. Hat Papa ein Fotoapparat gekauft und haben wir es. Papa noch schnell, wollen schnell im Garten gehen und abnehmen. Und hier ist er in der Schule. Hier ist Karl und Peter. Hier ist auch das, ja? Ja. So, nur dies. Dies noch. No, dann nimmt den hier komplett weg, vielleicht. Mhm. Aha, und hier? Hier ist ja schon im Sarg. Und dies ist der Spruch, was er im... den Abend lang wäre das Weinen. Das Morgens die Freude, im Leitwog auf dem Deichsel abschreiben. Genau, so kann man das zu sehen, ja? Das ist meine Mutter, ihr Leitens. Okay. Ja, hier liegt er auch. Ja, es erklärt sein. Hier ist das Begräbnis, als wir alle saßen. Onkel Abraham ist hier noch auf dem Foto. Hier ist die Jugend. Das wird von wann nicht reden denn? Ja, und hier sind die Verwandte. Ja, ist alles, ja? Stimmt. Okay. Dies ist mein Großvater von Vaters Seite, Bestel Alexander Lukjanovich. Alt geworden 50 Jahre. Dies ist mein Vater, Karl Bestold. Ich weiß nicht, wie alt er war, noch jung. Verheiratet mit meiner Mutter, mit Helena Bestold. Die geborene Peters. Das ist ein altes Bild noch. Und hier wollten sie mich im Militär nehmen, dann habe ich mich noch abgenommen mit meiner Mutter und nur noch die und mit meiner Frau. Hier hatten wir noch keine Kinder, ne? Was ist eure? Das ist meine Mutter. Und hier ist mein Taufspruch. Also zu der Taufe bekommen. Okay, steht, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und hier ist Papa klein. Das ist meine Mutter. Wo sie noch nicht verheiratet war, ja? Nein, nein. Alleine, okay. Und hier ist der erste Peter. Und der zweite Peter. Cornelius. Hier ist das Grab. Hier bist du. Und hier bist auch du. Genau, und hier ist Peter und Karl. Seine Mutter. Karl, ja, das ist
Obra Menjasch und Hennen, die waren beleidigt. Hier sind die Zwillinge. Mhm. Mhm. Genau. Ja. Und hier wir waren in Krasnodar. Nein, nein. Oder? Ja, ja, ja. Und Ladarskaya. Auf Deutsch. Und hier dort wir in Neudatsch. Das war in Neudatsch. Wie Anko Jakob. Ja, in Sibirien. War das? Ja. Okay. Dort wir in Sibirien. Hier lebt Oma noch. Die Oma hat noch gelebt hier. Noch. Ist in der Rosa? Hab ich. Ja? Ja. Und hier hat er auch noch gelebt, Peter. Das war in Kirgisien. Walter Schoko. Klein war ich mit Karl schon auf dem Weg. Und hier ist Heinrich seine Armei. Einzug. Und das Einzug. Und das ist Papa, ja. Karl. Das ist meine Mutter. Das ist Marie und das ist meine. Mein Vater, Abraham Jakob Cornelius, als sie geheiratet haben. Und das ist eure Mutter? Ja, das ist die Mutter. Dieses, ja, das ist die Mutter. Und dies ist hier, und meine Mutter, ihre Beerdigung. Und das, okay. Gut. Das ist die Tante Lise. Ja. Weinen, schauen, du hast es. Nein. Dann nimm halt auf, dass du was hast. No, genau. Ja, und okay. Hier muss oben an der Militär. Muss er gehen. Ja. Und dies ist die Lehrerin, weil sie aufpasst nach. Ja, wir waren dort noch drin. Von Peter, ja? Die, ja. Von meiner Schwiegerin. Hier wäre die aus Schlingen haben. Letzte Falte. Ja. Hier war Mutter. War Mama klein gewesen? Also. Auf dem Fahrrad. Hier ist Papa, seine Mama und hier. Und Papa? Ja. Das ist meine Mutter und das ist Abraham, seine Schwiegermutter. Das ist die. Okay. Das ist schon die Enkel. Genau. Wie ist mein Papa Akkordeon spielt? Karl und Otpusk. Alleine. Und dies ist die Oma. Die von diesem von, Großvater. Von diesem. Ja. Dies ist die Frau Elisabeth Rosbach. Die Frau, ja? Ja. Und dies ist mein Großvater. Abraham. Abraham Peters. Von der Mutterseite. Hier ist meine Mutter, Tante Ida und Tante Maria. Okay. Und dann du, hast du? Genau, das habe ich. Das Jakob am Militär. Das Haus ist so gebrannt. Das Jakob auch. Genau. Karl auch am Militär. Hier wird heute noch Apfelsäumle an einem Kirgisien. Auch gerade. Ja. Das ist unsere Hochzeit. Das ist mein Opa Pauls Kornei Petrovich. Wie ist es von eurer von Mutter? Mutter. Das war so ein Pauls. Meine Mutter war eine Pauls Tochter. Und hier ist Papa und Herr, wer ist hier? Hier ist Onkel Peter. Ja. Das ist auch krank. Abraham. Stefan, Cornelius Stefan und Pauls. Hier ist der Onkel von meiner. Meine Mama, ihr Bruder. Meine Mutter, ihr Bruder. Deine Hochzeit schon? Ja. No, no.
Nennt ja Malatea. Und hier sind die Schwestern von meiner Mutter. Und eine Halbschwester. Okay. Das ist die Mutter. Und das ist nur gestorben, Helena Ivanovna. Die ist gestorben, ja? Ja, mit dieser Liebe. Ну, это с Якоб на цене. Я ее зиме час, ну, концов не имею. Ну, ну, ну. Я? Это ты мутер фон Анна. Ты? Это Абрам Штефен mit seiner Frau, Лиза. Die ist geboren mit einem Arm. Und das ist der Peter. Okay. Und das sind die Verwandten von meiner Frau. Das ist bei uns im Garten in Sibirien abgenommen. Etliche sind von hier verstorben schon. Diese lebt noch in GDR. In GDR lebt sie. Hier hatten wir Mehlbeeren, so wie hier. Das ist auch immer noch meine Mama. Genau, die, bei den Omas. Früheren Zeiten. Noch zusammen. Ja. Okay. Und hier ist Jakob und die schöne Tier. Papa hat ihn besucht. In der Armee? Ja. Und das ist Anna, ihr. Da war er schon, ja. Ja. Paulus Körner Petrovic. Ja? Okay. Das ist Jakob und Sarah. Dies ist ein Denkmal der Verschleppten in Sibirien von unserer Väter, von Anna, von Anna, ihren Vater. Der steht in Judatschen, ne? Dieses Denkmal. Das muss man auch nicht mehr. Sehr hübsch. Na, okay. Das ist wieder Peter. Das haben wir schon gehabt. Ja. Hier ist Abraham im Militärdienst. Die Hochzeit. Das ist das Foto. Hochzeit im weißen Pelz. Das ist eure Mama. Ja. Und wir am Ende sind. Zierten. Das ist die Jugend, ja? Ja. Peter, Anna, Katja, Sarah und Gerhard. Gerhard. Das war unsere Jugend. Und hier ist die Sveta und Lisa. Abraham, seine Lisa. Und Sveta ist von Onkel Jakob. Okay. Ja. Dann mal das dann nehmen. Hier ist mein Vater. Das ist der Vater. Ja. Dem du dichter. Das ist die Mutter mit dem Bruder. Und hier ist auch meine Mutter. Hier ist meine Mutter schon beim Sterben. Schon ganz krank. Und hier ist. Von Papa, die Mutter. Ja. Mutter. Und hier ist Papa. Peter sind. Am Grab. Am Peter. Und hier, das waren die Mehlbeeren, ja? Ja. Die hier. Kirschen. Kirschen. Und wann war das Foto gewesen? Vor dem Krieg, ja? Weil der Vater ist gestorben und dann hat die Mama noch einen, den Bruder, Bruder genommen. Ja. Gerade den da. Dem Ältesten. Mit dem Schnurrbart. Das ist Andreas. Das ist Andreas mit der Familie. Und der. Und die Mama. Ihre Schwester. Hier bin ich als Prediger.
Genau. Aber bei uns in der Familie war auch ein Prediger, ne? Oder eine Vorfahren, ne? Habe ich so gehört. Ja. Ne? Okay. Alexander. Alexander. Bechtold, oder? Bechtold. Ja. Mhm. Und wie ist das? Wann hat er gelebt? Von mein Großvater, mein Vater, von Vater. Ja. Ich habe ihn dort abgeschrieben. Ja. 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 Okay. Das hat er, ja. Das ist mein Großvater tot. Ja. Ja, genau, genau. Das ist Onkel Christian. Okay. Mhm. Das hat so. Ja, das ist auch am Grab von Peter. Das sind meine Brüder. Die Brüder. Mhm. Und Abraham lebt noch. Mhm. Ja. Kannst du noch wartet, was er wichtig ist? Mhm. Mhm. Das sind die Brüder. Hm. Hast du den Lenkern, ja? Das war's. Genau, das sind jetzt die Überlebenden. Alle, genau. Das warst du. Und das war Onkel. Ja, war Martin, Tante Ida und Tante Marie. Hier war Papa aus Schweiz. In Kirgisien. Hier aus Melka. Aus Melka, ja. Das ist Onkel Cornelius, seine Frau. Das ist der Einzug von Alexander? Ja, hier ist er da. Ja. Auch die ganze Familie? Ja. Wir machen nur noch das Zimmer, das ist am Ende. Ja, natürlich. Das hier nur noch, wo sie an Sibirien. Deutsch. Wir in Sibirien Futter machen für dich zum Winter. Hier ist Jakob machen, Militär. Kannst du machen. Und das ist Abraham, ja? Harder. Ja. Und der war ein Cousin von euch, ja, Papa? Halbbruder. Und das ist die Uhr, was Onkel Abraham mit Onkel Cornelius haben gemacht. Steht in der Tarka. Die vier Ziffernblätter, ja? Ja. Haben die gemacht. Ja. Das erste ist hier. Das hier, aha. Das war noch, wo ihr alleine wart, oder? Ja. Ja, ist noch. Solche Haare. Bis hier. Solche hübsche Kerle. Da waren sie schon. Hier sind sie schön ausgewaschen. Дорогой Mama. Ладожская фамилия. Нет. Здесь это опа. Здесь это опа? Von euch, Mama? Alexander. Nee, von Papa. Seine Zeit. Alexander, Carlo und... Das Marie Ali. Marie Ali, gut? Ja. No. Ja. Und hier waren wir, ja? Waren wir? Ja. Waren wir schon. Ja, hier später noch. Und das ist Peter, ja? Sibirien, ja. Wo ist Peter? Da. Ja, da ist Peter, Karl, Jakob und Abraham. Ja, bei unserem Haus. Okay. Und dies war auf Karl seine Hochzeit, haben wir uns abgenommen. Und hier ging Karl an Militär, haben wir auch uns alle. Noch einmal abgenommen. Und hier ist Peter. Und hier ist heute noch die Oma abgeschüttet. Auf dem Schoß. Auf dem Schoß. Ja. Und hier ist er auch, Peter und Lena, Jakob und Karl. Und hier sind beide Omas. Zusammen. Ja.
Da, wie immer, ja? Ja, okay, ja, ja, genau. Wir machen das nicht, das singen wollen, das wir singen. Schau ich zurück, wie hat mich Gott getragen, auf jedem Weg begleitete er mich. Er sorgte treu in allen Lebenslagen, und meine Schuld war jemals hinter sich. Wenn Jesus kommt, wird mir die Sonne scheinen. Keine Nacht, kein Tod wird dort mehr sein. Wenn Jesus kommt, ist Freude bei den Seinen. Bald sind wir dort bei ihm daheim. Schau ich zurück, ich wollte Opfer sagen. Ich hatte Angst, die Zukunft schreckte mich. Doch er versprach, mich sicher durchzutragen, bis an das Ziel. Mein Gott verlässt mich nicht. Wenn Jesus kommt, wird mir die Sonne scheinen. Keine Nacht, kein Tod wird dort mehr sein. Wenn Jesus kommt, ist Freude bei den Seinen. Bald sind wir dort bei ihm daheim. Dies ist von Mama. Der Herr segne euch und eure Kinder und alle Nachkommenschaft, was da kommen wird, was von Gott vorgesehen ist. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Kolosser 3, 2-5. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. 1. Petrus 1, 3-5. Auf Wiedersehen bei der Vereinigung mit ihm, mit Christus. 5. Oktober 2009.